uns ist es wichtig, von der Behinderung wegzuschauen, weil die ist nur ein Merkmal von sehr, sehr vielen. Und gleichzeitig gibt es viele Menschen mit Behinderung, die aufgrund ihrer Behinderung ganz besondere Begabungen und Talente entwickeln, die sich ständig durchsetzen müssen, die ständig gezwungen sind, neue Lösungen zu entwickeln. Wir haben in den letzten 5 Jahren insgesamt 5 Mitarbeiter bei Shire mit speziellen Fähigkeiten voll integriert. Als Hersteller von Arzneimitteln ist es bei uns besonders wichtig, dass wir hohe Qualitätsanforderungen einhalten. Das heißt, wir sind sehr auf Genauigkeit, auf Fehlerfreiheit bedacht. Und hier können diese Mitarbeiter ihre speziellen Fähigkeiten gezielt einsetzen. Ich arbeite für die Firma Shire und bin in der Stammdatenverwaltung tätig. Meine beruflichen Stärken sind auf jeden Fall Genauigkeit, Geduld und ich kann mich lange auf Routineaufgaben konzentrieren. Ja, meine Arbeit macht mir Spaß. Als Proofreader vergleiche ich Texte zwischen einem Manuskript und einem fertigen Artwork. Ich bin ja sehr genau und arbeite auch gerne in einer Kontrolltätigkeit und da finde ich, denke ich, alle Fehler, die ich finden muss. Und das ist sehr, sehr wichtig in dem Bereich. Als ehemaliger Personalmanager großer Handelsunternehmen habe ich sehr positive Erfahrungen in der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung machen dürfen. Vor allem Menschen mit Lernschwierigkeiten können, wenn sie ihren Stärken entsprechend richtig eingesetzt sind, einen unglaublichen Nutzen für das Unternehmen entwickeln. Kunden reagieren vielfach sehr positiv, das ist meine Erfahrung. Möglicherweise werden auch neue Zielgruppen angesprochen, wenn Menschen mit Behinderung in einem Unternehmen mitarbeiten. Menschen mit Lernschwierigkeiten können eine unglaubliche Herzlichkeit und Kundenorientierung entwickeln. Sie können aber auch eingesetzt werden bei manuellen Tätigkeiten, die man nicht automatisieren kann. Ja, ich mache jetzt meine Lehre bei Bioholzbäckerei Kraka. Bäcker taugt mir voll, weil mein Vater arbeitet auch als Bäcker. Warum für uns das wichtig ist, als Betrieb Lehrlinge auszubilden und auch Lehrlinge mit Beeinträchtigungen auszubilden, ist einfach das, wir brauchen Fachkräfte in der Zukunft. Und die Erfahrungen, was wir gemacht haben, ist einfach, dass wir extrem loyale Mitarbeiter kriegen, die fachlich top ausgebildet sind, wenn man einer die Zeit gibt. Wir brauchen einfach Leute, die was Leidenschaft haben. Ich mache halt so, seitdem ich klein bin, einfach viel gern Kuchen und das hat bis jetzt auch jedem geschmeckt. Und da haben wir gedacht, okay, ich mache eine Lehrstelle als Konditorin. Mir gefällt der Job halt voll. Ich habe gehörlose Menschen eingestellt, weil ich überzeugt war. Und plötzlich habe ich erkannt, es ergibt sich ein total neuer Markt. Also wo wir plötzlich merken, dass aus ganz Wien, teilweise aus Niederösterreich und aus dem Burgenland, gehörlose Menschen kommen, weil sie in ihrer Muttersprache eine fundierte, gute Beratung haben möchten. Und zusätzlich bekomme ich noch Arbeitsplätze, die für Menschen sind, die vielleicht nicht so leicht einen Arbeitsplatz finden würden. Also das ist nur eine Win-Win-Situation, Win-Win-Win-Situation, weil auch die Kunden ja betroffen sind. Meine Aufgaben in der Apotheke sind sehr vielfältig. Erstens arbeite ich im Labor und bereite dort Teemischungen, Salben, Augentropfen und viele andere Heilmittel zu, die die Menschen für die Behandlung ihrer Krankheiten und Beschwerden brauchen. Der zweite Bereich, der mich besonders interessiert, ist der Verkauf. Obwohl ich gehörlos bin, kann ich ganz selbstständig arbeiten. Auch mit hörenden Kunden, weil ich nämlich immer Dolmetscher vom Sozialministerium Service zur Verfügung habe. Das heißt, mein Arbeitsbereich ist sehr vielseitig und das macht mir große Freude. Vorurteile sind sehr vielfältig. Das kann reichen von, ach, unser Unternehmen ist ja gar nicht barrierefrei, bis hin zu, oh, die Mitarbeiter haben dann aber unglaublich viele Krankenstände. Wir begegnen diesen Vorurteilen, indem wir Praxisbeispiele nennen und indem wir auch aufklären. Und im Großen habe ich gesehen, dass für Menschen, für Studierende mit Behinderung, der Plan A, dieser übliche Weg, oft nicht funktioniert. Und dass es für sie wenig Probleme bereitet, einen Plan B zu gehen oder ihn für sich selbst zu erfinden. Und das ist eine große Ressource für Unternehmen und spricht für eine hohe Innovationskraft. Wenn man den Blick wegbringt von der Behinderung und dorthin, was die Leute wirklich können und wo ich das dann in meinem Unternehmen einsetzen kann, dann bin ich der absolute Sieger.
Schwierigkeit ist diese hohe Einstiegshürde am Anfang, die eben rein aus Barrieren in den Köpfen besteht.